Willkommen auf dem Yas Marina Circuit und am Schlusspunkt einer weiteren spannenden Saison der Formel 1. Es war ein atemberaubendes Jahr und wir lassen es auf einer Strecke ausklingen, die in ihrer kurzen Geschichte schon viel zum Ruhm und zum Kummer der Formel 1 beigetragen hat. Es ist Zeit, die Saison mit Stil abzuschließen. Es ist Zeit für den großen Preis von Abu Dhabi. Die Fahrer werden heute auf der Insel Yas von 21 Kurven mit einer runden Länge von 5,4 Kilometer begrüßt. Es gibt ein paar Überholmöglichkeiten, darunter zwei lange Geraden und DRS-Zonen in den Kurven 8 und 11. Wir werden uns also auf knappe Abstände, viel Geschwindigkeit und vor allem viel Spannung freuen dürfen. Hallo, willkommen bei Formel 1 2018 bei Abu Dhabi. Mit Alex, mit Mr. W und Time Master und meinerseits. Nur nicht so begeistert. Nee, gar nicht. Wie sieht's Wetter aus? Oh, sieht okay. Bewölkt. Das heißt, wir kriegen einen schönen Kampf heute, Alex. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Reifen sind Hypersoft und Ultrasoft. Jupp. Ne, Hypersoft habe ich. Alex, du fährst auch gerade drauf? Hyper und Ultra. Nee. Ja. Nee? Dann ist das Vettel. Vettel. Kann sein. Ja, irgendwas Rotes auf jeden Fall. Alfa Romeo hat auch Rot, ne? Also, ganz vorne ist, fährt gerade ein Alfa Romeo. Jetzt ja, ist ein da roter, ja, das ist das ist Team Vettel. In der Werkstatt hat hart daran so, gearbeitet, das Auto für das Wochenende für dich vorzubereiten. Belohnen wir sie dafür mit einer starken Leistung. Für den Tod. Ja, schauen wir mal, ne? Das offiziell letzte Rennen, danach werden wir noch 4 kurze Rennen fahren. Das mal eben vorweg. Also Abu Dhabi wird nicht das Schlusswort sein. Nee. In unserer Session ist das nicht. So, ich habe vergessen, den Sprit einzustellen. Mal wieder. Die Kurvenausfahrt, die Boxenausfahrt, schön, dass ich die nicht selber fahren muss. Ich finde das schön, die sind auch ein. Dass wir die selber fahren müssen. Oh mein Gott. Oh Gott, wie viele werden hier was? Immer... fahrt die los vor mir. Tschüss. Alle beide. Ich bin noch ein bisschen weiter weg. Boah, ja, komm ran, bevor die Alfa Romeos hier rankommen. Oh Gott, das ist doch wohl erstmal. Das ist so eine Umstellung. Ich bin im Training auch mit Mercedes gefahren, das war. Waren sich da vielleicht ein Wechsel an? Ja, es bahnt sich ein Wechsel an, weil sonst kann ich diese Saison nicht mehr mithalten. Ja, das Auto ist nicht unbedingt. Erste Ankündigung hier. Ja, aber wenn wir die NPCs stärker stellen, muss ich ja noch schneller werden, als ich sowieso jetzt schon. Ja, schnelles Auto heißt nicht schneller sein. Was liegt bei mir, Time Master? Außerdem habe ich keine Lust, hinterher zu fahren. Jetzt muss ich meine Rennfahrerkarriere beenden. Ui. Ja. Ich bin schon mal nicht gut rausgekommen. Oder reingekommen. So. Ich mit einem Drift auf die Zielgerade. Let's go. Ja, das war mein erster Versuch. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Wie verhält sich der? Genau, komisch. Und was ich eben bemerken durfte, dass die DRS-Zonen 2019 anders sind. Mit? Ja. Ja, nur geringfügig, aber sie sind ein wenig anders. Länge? Ja, sie sind länger. Yeah! Mein Teamkollege macht's richtig, nicht so wie ich. Ich
Jetzt bleibt wieder hinkommen. Also jetzt hole ich mir eine Bestzeit raus, obwohl es dann die dritte Runde ist. Ah, oh, nee, ich habe das nicht hinkommen. Ich hab's auch gar nicht mehr. Irgendwie. What the fuck? Ja, okay, ich fahr auch mit. Ja, das war wieder. Töte nicht, naja. Uiuiuiui. Die waren nicht so gerade gut. Eine Sekunde vor Vettel, ne? Ich weiß gar nicht, wie das hier aussieht. Runde kriege ich wohl noch hin. Da bin ja, ich schon nicht so gut drin. Ich hab den Start versimmelt. Ich hab zweimal jetzt beim Anfang, beim Ende zweimal den Shot mit Drift genommen. Ach ja. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich überhaupt noch lebe. Okay. Das ist. Ja. Ich sehe da was Pinkes, was mich aufhalten könnte. Aber der Zeitpunkt, wo ich rausgefahren bin, war eigentlich ideal. Ja. Keiner vor mir. Und die anderen NPCs fahren, beenden gerade ihre schnelle Runde, wo ich meine begonnen habe. Das war eigentlich ja nicht so schlecht. Nur das andere war halt scheiße. Vor allem die zweite DRS-Zone ist sehr viel näher an der Kurve. Ja, ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Die ist so weit von der Kurve. Ja, wie ist 2019 in der Kurve drin? Ah, das ist viel besser. Sofort, der ist und weg. Wenn ich noch mal ein drittes Mal fahren möchte. Oh, nein. Das war die Schnellrunde. Das war's dann damit. Ich sehe schon kommen. So, ich bin noch nicht warm für die Kurve, schneller zu nehmen. Gestern Videos gerendert. Ja, ich hab das war knapp, das war sehr, sehr knapp. Alles klar. Oh. Bis der Weg ist raus. Feedback? Ich meine, raus aus dem Spiel komplett. Disconnect? Hallo? Ja, sie ist aus. Hat er eine Zeit gefahren? Also nicht. Müssen wir jetzt gucken? Er hat. Ich glaube, er war gerade in der Zeit. Keine Ahnung. Ey, der müsste vor Timers, also müsste. Er ist Vierter, glaube ich. Vierter? Ja. Ja, Vierter. Wir gucken, wie schnell er wieder reinkommt. Das Setup jetzt nicht ändern kann, ne? Ja, er ist auch offline bei Steam gerade. Okay, ja, dann bist du nicht. Ja. Vielleicht kann er nachjoinen. Das sicher. Ja, das ist echt scheiße, ja. Das ist. Ach, nee, letztes Mal 23 Uhr? Nee. Das ist ungewöhnlich. Okay. Habt ihr jetzt alle disconnected oder was? Nee, wir sind da. Nee, nur Mister, wir sind raus aus dem Discord. Achso, ja, du musst ja. Was ist passiert? Alex. Mein Gott, ich glaub es nicht, ey. Leute, heute läuft alles katastrophal, ey. Ah! Das ist einfach nur schlecht, ey. Dann starte ich wohl als Zwangssister. Hattest du noch keine Zeit? Nein.
Erste Runde, wo ich Zeit gefahren bin, hatte ich einen Crash, wo ich meinen Flügel verloren habe. Bin ich auf der ersten Geraden, ja, was heißt gerade, so Halbgeraden, diese langgezogene Kurve. Wenn du aus der Box raussetzt, zum Beispiel, Streckenabschnitt. Dann bin ich rechts in die Bande gefahren. Oder gedriftet, eher gesagt. Hab einen Flügel verloren, da dachte ich mir, ja, du hast noch Zeit genug, ne? Und jetzt bin ich in meiner Outlap. Keine Ahnung, in die Wand da. Ein Stück in die Mauer. Mit dem Reifen, und da fällt der Reifen natürlich ab. Ich weiß nicht, irgendwie. Mr. LW wird gerade reingeschoben. Ach Mann, ey, ich hasse. Versuch mal nachzuschauen, noch bist du drin. Ja, ich muss gerade PC neu starten, weil es einfach nicht mehr ging. Momentan bist du Vierter, besser als ich. Ich meine, das ist nicht schwer, aber. Hallo, ich. Selbst wenn ich jetzt mal reinkommen würde. Wärst du trotzdem noch besser als ich? Nein. Ich würde nicht mehr keine Zeit mehr fahren können. Und du hast aber eine Zeit gefahren. Ich habe keine Zeit gefahren. 1:42. Bist du etwa komplett raus? Ich bin komplett raus. Ja. Oh. So komisch. Ah, ich habe die Reifen nicht gewechselt. Egal. So komisch, wie sich das verhält mit dem. So Qualified fahren und Zeit fahren und so. Naja. Ja, vielleicht machen wir für die nächste Season, weil es wird ja generell schwieriger, ob wir dann uns einfach mal sagen, komm, wir machen jeder für drei Zeitfahrrunden einfach vorher. Und dann starten wir ins Quali, weil man hat ja theoretisch gesehen, hat man ja Training davor. Und dann ist man ja in der Strecke geübt. Dann könnte man sagen, komm, wir fahren drei Runden, Zeitfahrrunden einfach. Und dann starten wir die Aufnahme mit dem Quali. Ja, aber das ist hier noch zeitintensiver, Alex. Was war? Ich kann nicht weiter. Ja, gut, aber. Ja, Moment. Das kriegst du ja gar nicht mehr geregelt. Ich meine, ihr könnt das ja theoretisch dann auch privat so oder so machen, ne? So. Danke. Es war ja auch nur ein Vorschlag. Ja, ja, das Privatfahren, also jeder ist ja frei für sich zu üben. Wir wollen vor der nächsten Season ja auch testen, welche AI Einstellungen wir. Wir können es. Man kann ja einstellen, wie viel Training man will auch. Man kann sagen, die 3 oder 1. Meint. Wir können ja auch einen aktivieren, ne? Bevor wir qualifizieren fahren. Diese 3 Trainings wären sowieso Schuss. Ja. Yeah. Das wäre dann wie die Karriere, ne? Ein Trainingstag, dann Quali und dann Rennen. Sprich, ja. Quali dauert 19 Minuten, 20 Minuten. Ein Trainingstag, glaube ich, eine halbe Stunde. Oh, ey, wer auch immer da hinter mir herfährt, ja, hier. Okay. Das müssen wir austesten. Ob ein Trainingstag. Ja, das wird ziemlich zeitintensiv. Ja, aber müssen nicht wir ja jetzt nicht übersprechen. Nur einen. Können wir ja auch dann in Ruhe nochmal offline besprechen. Ja. Wenn wir zu 4 fahren, das ist alles dann eine. Nächste Season wäre sowieso 5, das kann ich ja jetzt auch schon mal sagen. 5 jetzt? Ja. Da fahren wir zu 5. Meine ich auch, ja. Genau. Sofern jetzt keiner abspringt oder so. Ja, ich werde es mir überlegen, aber schauen wir mal. Ja, wir üben ja mal. Bist du in der Schnellen? Ja, ich bin in der Schnellen. Oh. Ja, nee, weil Peres vor mir ist, deswegen habe ich so reagiert. So. Nicht, weil der Alex gefragt hat.
Ich meine, sonst würdest du auch so reagieren, aber... Ja, klar. Oh, was war... abgekürzt, glaube ich. Ja, ist so. Aber nicht ungültig. Was haben wir noch? Oh, ich habe... Nee, ungültig Zeit, nicht, tatsächlicherweise. Ja, ich habe das falsche Setup. Jetzt fahren sie alle raus, oder? Ja, vielleicht 3 Minuten oder was, ne? Ja. Dann fahren sie nochmal alle in schnelle Runde. Dreimaster Elfter, 1,43. Sehr, 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 sehr schön. Sehr, sehr schön. Stark. Ja. Zwar mit Abkürzen auch, aber gut. Ja, hätte ich das für mein Setup genommen, ich weiß nicht. Ich wurde von der KI komplett abgebremst. Und sie haben Leclerc und sein anderer Mitfahrer da rausgelassen. Ja, ich bin rausgelassen. Das sah sehr komisch an. Wie sieht's bei Mr. W aus? Ist er wieder in-game? Oder ja, kannst du nur zuschauen oder kannst du auch selber fahren? Momentan kann ich nur zuschauen. Ja, dann wird es auch so bleiben. Schade. Also, im Rennen wird er wieder mitfahren dürfen. Also ich hab's auf jeden Fall bei Formel 1 2019 habe ich es auf jeden Fall schon mal gesehen, dass man während es läuft, dann wieder reinkam und dann weiterfahren konnte. Es ist auch in dieser Season einmal bei Mr. Wie passiert. Wir wissen nur nicht, wie es funktioniert. Ja. Also, das hatten wir in. Oh, ich weiß nicht. Ich hab's, aber dass er selber auch weitergefahren ist? Ja, ich habe es doch gerendert heute, gestern. Man muss ja relativ am Anfang gewesen sein. Das müsste. Wo war es denn? Nicht Spanien. Kanada. Kanada. Das war Kanada. Selber war Kanada ist er rausgeflogen und konnte aber immer wieder einsteigen. Oh Gott. Nein, bei Master. Ich bin da nicht selbst gefahren zum Schluss. Das war der Geist. Ja, meine ich jetzt am auch. Schluss des Rennens. Nein. Aber davor bist du irgendwann rausgeflogen. Ja, ich weiß, dass wir dieses jetzt schon hatten. Aber ich bin nie rausgeflogen und konnte dann weiterfahren. Erst meine ich jetzt auch. Er ist wieder reingekommen, aber er konnte nur sich selbst zusehen. Ich glaube, doch, aber wir hatten es schon mal. Ich weiß es. Aber das war dann nicht bei mir. Doch, bei dir. Einer wurde gegen die Wand gedrückt gerade. Ja, ich. Achso, bist du? Ich bin hinter dir. Ich sah nur das und ich war so. Ja, aber ich bin einfach nur abgerutscht. Oh, Alex. Ja. Chef, ist doch sowieso die letzte Runde. Wer ist da hinter mir? Keine Ahnung. Oh, ich hab da mit Benzin mehr angeschlägt. So. Der kommt da. Was war das? Verloren. War viel zu schnell. Bei ihm höre ich mich doppelt. Bam. Ja, ich bin zu laut und Dings. Bei Mr. V. Echt immer wieder ich? Mensch. Ich war ja keine bessere Zeit, Alex. Ah, fuck! Obwohl, war sowieso nur streut. Muss sehr rot gehen. Ich hab's nicht ausprobiert. Ja. Wo ist Sirotkin? Sirotkin kommt da hinten. Ja, der ist auch erst auf Platz 18. Den hole ich jetzt raus. Der ging mir die ganze Season so auf den Keks. Okay, ich wollte eigentlich auf Vettel bleiben, aber gut, dann muss ich ja natürlich auf deinem Wasser bleiben. Oh, da kommt Hülkenberg. Oh, nicht schlecht. Ja! Erst mal seinem Teamkollegen die Zeit ver. Oh, der ist auf Platz 3. Hülkenberg, ja. Ja. So. Was ist denn mit Hamilton? Oh, komm, Ranzerott gehen hier. Hamilton auf 17. What? Was ist denn mit Hamilton los? Mr. LW, du bist im Übrigen auf 8 abgefallen. Ja, das habe ich schon gesehen. Das war ja. Da kommt der andere Red Bull, da kommt Verstappen. Dahinter ist Verstappen auch noch 14. Dahinter müsste es Rotkin sein. Oder Stroll. Nee, Stroll ist an mir vorbeigefahren. Das ist der Rotkin. Ja, das ist. Nein! Oh mein Gott! Oh. Holy shit! Der Rotkin wäre auch direkt in die Box, klar. Ach,
Spielverderber. Oh Gott, Ärmste. Ja, alles klar. Also es war ein okay, für einige war... Überraschungen in diesem Qualifying noch... schon. Ich hoffe, das Rennen wird besser. Wie bist du jetzt, Timers? 13. war der Schluss. 13. Wie schlecht. Schau nochmal einmal drauf. Baser, erster, Vettel, zweiter. Hülkenberg, dritter. Dann ab 3 wird es eigentlich schon überraschend, weil kein Verstappen. Besser wie auf 9. Hamilton auf 10. No, Teilmeister 13, Verstappen 14. Ja, und oh der Weltranglisten-Erste keine Zeit gefahren auf Platz 20. Yeah. Das ist die große Chance für Baser jetzt. Ja. Mal schauen, ob ich das nochmal mit den Reifen irgendwie ändern kann. Wie das aussuchen können. Mal gucken, was die Strategie sagt. Gab es sonst Vorfälle? Ich meine, bei Teilmeister gerade. Kurve abgekürzt. Aber nee, nix. Alex, total schade. Kurve. Ja. Weiter. 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 Das müsste. Können wir gerne auch mal. Mercedes 302, Red Bull 471, Ferrari 552. Da wird nichts mehr anbrennen, glaube ich. Renault kann noch an McLaren vorbei. 104 und 115. Interessant. Sein Master kann sich ja noch mal ein bisschen anstrengen und dann kriegt er auch vielleicht noch mal ein paar Punktchen. Jetzt das wäre ja immer noch, ganz einfach. Immer noch das große Ziel dieser Season. Ja, genau. In eure Träume. Ja? Großer Elefant im Fliegen. Ja. Dumpo. So, was sagt denn die Rennstrategie? Ah, yo. So, 28 Runden. Ach, Gottchen. Meinetwegen könnte es losgehen. Ja, meinerseits, auch. Ja, meine Reifen, die gehen immer sehr schnell down. Ein, okay, also. Oh, ja, das könnte gut sein, die Strategie. Das ist wahrscheinlich die Lama-Strategie, aber vielleicht reise ich damit. Nee, ich habe eine andere gemeint, aber ey. Ja, nicht schauen wir mal, ob das was läuft. Oder ob es nicht läuft. Mhm. Alles klar, ready for takeoff. Hi ho und eine kurze Meldung an dieser Stelle. Leider habe ich die Aufnahme von Abu Dhabi des Rennens nicht getätigt. Ich habe vergessen aufzunehmen und werde dieses bezüglich ein paar Clips von Baser zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und schaut gerne für das komplette Rennen auf seinem Kanal vorbei. Ist natürlich wie immer unten verlinkt, sowie Timemasters auch. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und die kurzen Strecken werden dann auch folgen. Vielen Dank. Starker Start, gut gemacht. Beträgt 10,7 Sekunden.
Achtung, Achtung, gelbe Flaggen vor dir. Kein Überholmanöver in der gesicherten Zone. Sei vorsichtig, bis du wieder grüne Flaggen siehst. Abstand zum Hintermann beträgt 22 Kommando und Sekunden. Überholen ein und dann los.
Ja, und dann schauen wir uns mal einmal die Rennleitung an. In der Fahrer-WM bleibe ich Erster. Vor Basar mit 8 Punkten, Hamilton 53 zurück. Das ist, ja, nichts hat sich verändert, außer Magnussen ist vor Alonso. Damit gehen wir in die kurzen Strecken ein. Konstrukteursrangliste brauchen wir gar nicht eigentlich schauen. Das war easy going. Im Rennen selbst in Abu Dhabi bin ich Zweiter geworden, Basar Erster. Und wie wir am Start von dem Clip von Basar schon sehen konnten, Misselby ist 14. Tamasa 20. ohne Punkt. Misselby 34. Da hoffen wir doch mal auf den kurzen Strecken, dass da noch irgendwas passiert, oder? Das wäre doch super. Naja, wie wir im Rennen beim Start von Basar gesehen haben, ja. Misselby ausgeschieden, Tamasa ausgeschieden, da ist irgendwas passiert. Und beide Autos standen dann da auch, also nach der ersten, nicht mal ersten Runde. Dann war das Rennen nur noch für mich und Basar bestimmt. Da haben wir die kleinen Ausschnitte von Basar Sicht aus gesehen. Vielen Dank dafür nochmal für das komplette Rennen. Bitte gerne schaut bei Basar vorbei. Und ja, nächstes Rennen, die kurzen Strecken sind wieder da. Die werde ich dann aus meiner Sicht wieder zeigen können. Vorfälle. Misselby, Timemaster, total schade, erste Runde. Ja, mechanisch sagen, von Hülkenberg, Team Renault hat wieder auf aller Linie geglänzt. Ja, und Hamilton hatte da auch noch Zeitstrafe, glaube ich. Ja, und ist auch nur 11. geworden, nicht mal Punkte geholt. Damit, ja, war eigentlich von vornherein klar, dass die WM zwischen Basar und mir ausgehen wird. Aber, ey, hör mal. 20 auf 2 vorgefahren, kurzzeitig Erster gewesen. 9 Sekunden nur Rückstand auf Basar. Also, wäre ich Zweiter gestartet, glaube ich, hätte ich sogar gewinnen können. Dieses Duell. Ja, schade. Machst du nichts. Quali war scheiße, das habt ihr gesehen. Und ja, in den kurzen Strecken wird's doch besser. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die 40 Mühe mit euch sein.